Ich bin Anne, die Gründerin von Beach Cleaner. Ich komme aus Nürnberg, ich wohne nicht an der Küste, aber ich habe eine ganz große Liebe und großes Herz für das Meer. Beach Cleaner ist eine kleine Organisation oder mehr eine Initiative, die ich gegründet habe vor über 8 Jahren, weil ich den Plastikmüll am Meer gesehen habe und auch im Meer und mir gedacht habe, okay, das können wir einfach nicht so lassen, wir müssen da was dagegen tun. Und dann habe ich einfach angefangen, den Müll aufzusammeln. Und inzwischen sind wir eine kleine Bewegung, es geht um plastikfreies Leben. Wir wollen Aufmerksamkeit auf das Thema Meeresschutz eben lenken. Die Leute, die mitmachen, sind alle gut drauf. Man bekommt neue Freunde, man vernetzt sich, man tauscht sich aus. Es sind unterschiedliche Leute dabei, von Ärzten, Schülern, Kindergärtnern, Arbeitslosen, Studenten, was weiß ich, Surfern. Verrückte Leute, ganz normale Leute, und das ist eine schöne Mischung und wir lernen eben voneinander und so ein Austausch findet dann auch im Gespräch statt, wenn man zusammen eben läuft und sammelt und fragt, wo kommst du her, was machst du und so weiter. Also das ist alles sehr natürlich, wie im Fluss und das ist, passiert bei jedem Event. Es gibt kein Event, der irgendwie schlecht lief oder so, gar nicht. Ist jeder einfach wunderbar. Mich macht sehr glücklich. Also Khalid und Sandra haben mich im Jahr 2019 eben gebeten zu kommen, dass wir hier ein Cleanup machen, dass wir zusammen eine Ocean School veranstalten, weil sie eben Beach Cleaner auch schon kannten, auch aus Nürnberg. Beide sind eben auch sehr nachhaltig unterwegs und achtsam und wollen eben auch einen Beitrag leisten. Und ja, wir wollen aber natürlich was vor Ort bewegen und das ist den beiden sehr wichtig. Die Leute wollen eigentlich immer mehr purpose-driven unterwegs sein. Die wollen eben auch Purpose-Travel machen, die wollen Eco-Travel machen. Wenn sie schon fliegen, wollen sie auch was zurückgeben. Also wir wollen auf jeden Fall mit den Communities immer zusammenarbeiten. Es geht gar nicht anders. Wir sind abhängig von den Leuten vor Ort. Und wir brauchen die Leute vor Ort, um auch die Events natürlich schön zu gestalten, Mülltransport zu haben, um die Infrastruktur vor Ort zu verstehen. Und auch voneinander zu lernen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ich wünsche mir, dass es noch mehr Organisationen gibt wie uns, wie unsere. Wir sind ja mehr eine Initiative. Und es gibt inzwischen auch sehr viel mehr. Also als wir vor 8 Jahren begonnen haben, in Deutschland gab es noch nicht so viele Bewegungen. Man sieht da auf jeden Fall einen Trend und es ist super, weil wir haben so viel Müll überall, in jeder Stadt, auch hier an jedem Strand. Uns kann es ganz oft geben. Ich mache das sowieso einfach weiter, auch im Kleinen. Und egal, wo ich vielleicht mal leben werde. Und ich nehme das Projekt sowieso immer mit. Und wir machen dann dort vor Ort das, was möglich ist, was auch Sinn macht, was wir machen können, wie die Rahmenbedingungen sind. Und so ist es eben auch wie im Fluss. Lassen uns einfach treiben und versuchen halt einfach was zurückzugeben. Den Leuten vor Ort, versuchen uns an die Umstände anzupassen und nicht andersrum.